Wir beginnen diesen Gottesdienst am sechsten und letzten Sonntag nach Ostern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. An diesem Sonntag zwischen Christi Himmelfahrt und dem Pfingstfest gerät die wartende Gemeinde in den Mittelpunkt unserer Texte. Die wartende Gemeinde und ihre Aufgabe in der Welt. Der Wochenpsalm ist Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir, mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Der Predigttext für diesen sechsten und letzten Sonntag nach Ostern steht beim Evangelisten Johannes im 7. Kapitel. Am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht worden. Wir wollen beten, gütiger Gott und Vater, du lässt uns träumen von einer vielgestaltigen Gesellschaft der Völker und von Menschen, die alle zu ihrem Recht kommen und einander bereichern. Wecke uns auf, Gott, damit wir diesen Traum nicht nur träumen, sondern verwirklichen. Nicht mit großen Worten allein, sondern mit nüchternen Taten. Hilf uns, Mauern niederzureißen, Grenzen zu durchbrechen, Abgründe zu überbrücken und Vorurteile aus dem Weg zu räumen und die Fremdenfurcht zu überwinden. Und hilf uns, damit wir bei all dem bei uns selbst beginnen. Dies bitten wir dich im Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie sei mit euch allen. Amen. Lange hatte es so ausgesehen, als gäbe es kein Licht am Ende des Tunnels namens Corona. Hohe Infektionszahlen, steigende Belegung von Intensivbetten, R-Werte über Null, viel zu viele Covid-Tote, viel zu wenig Impfstoff. Doch nun sind sogar Wissenschaftler wie Drosten und Lauterbach optimistisch gestimmt und erwarten einen besseren Sommer mit Lockerungen von Maßnahmen und zurückgehenden Inzidenzen. Die 7-Tage-Inzidenz geht allen Orten zurück, nur nicht bei uns in Hagen, wo wir wieder Spitzenreiter in NRW sind.
Dafür können uns die langen Impfschlangen, wie zuletzt in Haspe, doch zuversichtlich stimmen, dass es auch hier gelingen wird, die Zahl der Neuansteckungen nach unten zu bringen und endlich wieder einen Hoffnungsschimmer aufglimmen zu lassen. Und endlich eine Chance, diese trübselige Zeit hinter sich zu lassen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch gilt es, vorsichtig und geduldig zu bleiben. Und doch, die Aussichten sind ermutigend. Vielleicht hatten damals, als Jesus seine Worte an seine Hörer richtete, die Menschen ähnlich empfunden. Was er ankündigt, klingt jedenfalls auch nach Hoffnung, Ermutigung und nach einer Chance. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ein jeder wird so zu einem Quell des Lebens. Das kann ja nur bedeuten, dass man selbst vom Ursprung dieser Quelle gekostet hat. So erklärt es auch der Evangelist Johannes. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Mit diesem neuen Lebensgeist erfüllt, sollten die Menschen unter den Menschen wirken. Gute Aussichten also für alle. Denn mit dem Heiligen Geist gesegnet zu sein, bedeutet, sich mit Gott verbunden zu fühlen. In wem sein Geist Wohnung nimmt, der redet und handelt im Sinne des himmlischen Vaters. Und so, wie Jesus aufgetreten ist, mit dieser unendlichen Liebe, mit dieser voraussetzungslosen Barmherzigkeit und mit dieser allumfassenden Gnade, konnte dies nur heißen, dass das Reich Gottes mitten unter uns Menschen Gestalt annehmen würde. Was zuvor noch im Dunkeln lag, sollte ans Licht kommen. Wer unter der Ungerechtigkeit der Welt litt, der sollte Gottes Gerechtigkeit erfahren. Es ist nicht weniger als eine Zeitenwende, die Jesus hier ankündigt. Eine neue Ära, eine neue Zeitrechnung. Und jene, die ihn hörten, würden die Ersten sein, die sie erlebten. Jedoch weiß auch Johannes, dass diese Zukunft noch unter einem Vorbehalt steht. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Die Menschen damals mussten sich also noch etwas gedulden. Ich kann mir vorstellen, dass dies ein seltsames Gefühl sein musste, diese Worte zu hören, doch zu wissen und zu erleben, dass die Zeit noch nicht reif war. Der Sonntag ex Audi, den wir heute feiern, könnte für diese Situation stehen. Wir kommen von Himmelfahrt her, dem Fest, an dem für uns klar werden sollte, wo letztendlich die Reise hingehen wird. Doch steht das Pfingstfest noch bevor, der Moment, in dem der Himmel sich öffnet und unter den Menschen in Gestalt des Heiligen Geistes Wohnung nimmt. Ex Audi ist ein Aussichtspunkt, von dem aus man das Ziel schon erkennen kann, aber noch eine Strecke zu gehen hat. Eine solche Zeit gibt es immer wieder, im Leben wie im Glauben. Momente, in denen etwas zum Greifen nah ist und doch noch auf sich warten lässt. Es ist nicht immer einfach, diese Spannung auszuhalten. Viele Konflikte entstanden, weil die einen zu zögerlich und die anderen zu ungeduldig waren. Auf der einen Seite besteht die Gefahr,
sich zu sehr an den Status quo zu gewöhnen und sich in seiner Blase einzurichten. Andererseits kann es auch nach hinten losgehen, den Lauf der Geschichte in die Hand nehmen zu wollen und zu verwirklichen suchen, was im Verantwortungsbereich eines anderen liegt. Insofern ist es in solch einer Situation immer beides gefragt: Motivation und Geduld. Sie in Einklang miteinander zu bringen und in der Waage zu halten, ist eine Herausforderung, der wir immer wieder begegnen werden. Eines bleibt dabei jedoch vor Augen: die guten Aussichten. Pfingsten naht, so wie der Sommer auch kommen wird. Freuen wir uns auf beides. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen Fürbitte halten. Du Gott der Kinder Jakobs, als Kirche haben wir uns auf den Weg gemacht, deine Treue zum jüdischen Volk zu bekennen und die Beziehung des christlichen Glaubens zum Judentum in Taten zu bezeugen. Bestürzt sehen wir, wie jüdischen Gemeinden und Gläubige Opfer antisemitischer Attacken werden. Auch jetzt werden sie wieder als Verantwortliche für die Gewalt im Heiligen Land hingestellt. Wir bitten dich für die jüdischen Gemeinden und ihre Mitglieder, dass sie ohne Diskriminierung und Bedrohung in Deutschland leben und ihren Glauben bezeugen können. Wir bitten dich für alle, die sich gegen den wachsenden Antisemitismus wenden, bestärke sie in ihrem Engagement. Und genau so müssen wir erkennen, dass es immer schwieriger wird, über die Grenzen der Religion hinweg Begegnungen zwischen Menschen in Israel und Palästina zu ermöglichen. Menschen, die die realen Mauern und die Mauern in den Köpfen überwinden wollen, werden als Verräter hingestellt.
Dabei braucht das Heilige Land keine Raketen und Bomben, sondern den Willen, aufeinander zuzugehen und Hass in Liebe zu verwandeln. Wir bitten dich für alle in Israel und Palästina, die nicht an Hass und Gewalt glauben, lass sie nicht ermüden in ihrem Tun, die Mauern der Trennung zu überspringen. Wir bitten dich für alle Menschen in Israel und Palästina, nicht der Hass möge ihre Herzen erfüllen, sondern die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und Kompromisse zu schließen. Amen. Und mit den Worten Jesu Christi beten wir nun miteinander und füreinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehet nun hin im Frieden des Herrn. Und der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen.